einem neuen Video. So, und jetzt starten wir direkt auf die Gerade. Gucken wir, was hat das gemacht. Und da war abrupt der Wilzer Werktag zu Ende. Schade, Schokolade. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht doch spontan weiter mit dem Abarth. Ich habe mir überlegt in den letzten Tagen und Wochen, eigentlich würde ich euch lieber öfter und kürzer abholen und euch einfach ein bisschen mehr up-to-date halten, dass ihr einfach immer wisst, was passiert, was geht etc. Deswegen, heute ist nämlich auch tatsächlich mein Geburtstag. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir die Laune verderbe oder versüße. Auf jeden Fall habe ich gestern spontan den Abarth zusammengebaut und ihr könnt jetzt gleich live dabei sein beim ersten Start. Konnte ich gestern nicht mehr machen, weil mittlerweile bin ich Fan geworden von, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin wirklich Fan davon, Loctite 5188. Ist eine Mischung aus Dichtmittel und Kleber und ihr erinnert euch an die ganzen Probleme mit Undichtigkeit bei diesem Fachzeug. Und Mike hat mir das einmal gezeigt, Dr. Klebt und Dicht. Und wir haben tatsächlich Ansaugbrücke, Drosselklappe, alles einfach nur angeklebt. Also angeklebt heißt, da ist keine Dichtung mehr zwischen. Das ist wirklich nur aufgetragen dran und fertig. Das war so krass fest, trotz dem heißen Zylinderkopf, dass ich die Brücke wirklich mit dem Hammer leicht runtermassieren musste, um sie abzukriegen. So, allerdings, eigentlich soll man es 24 Stunden aushärten lassen, damit es wirklich durchzieht. Ne? Und diesmal habe ich selbst so ein paar Sachen am Wasserkreislauf damit gemacht. Und deswegen habe ich ihn gestern einfach nur aushärten lassen. Ja, was haben wir gemacht? Habt ihr im letzten Video gesehen? Kurzfassung, ich habe kaputt gemacht, habe wieder alle gemacht. Jetzt geht's weiter. Kurz und knapp. Hier ist jetzt, es ist alles gleich, außer der gefräste Kopf mit großen Auslassventilen. Und oben Nockenwellen etc. ist auch wieder alles gleich. Das heißt, wir werden in diesem Video feststellen, können wir wieder fahren oder haben wir damals noch mehr kaputt gemacht. Weil ich habe ja gesagt, der Block war schon minimal krumm. 2/300. Ich wollte allerdings nicht alles zerlegen und planen, sondern habe es jetzt so wieder zusammengebaut, weil ich der Meinung bin, 2/300 ist vollkommen normal, macht nichts. Das heißt, wir werden ihn gleich anschmeißen, lassen ihn mal einmal so richtig warm laufen, anschließend Kerzen raus, Kompression checken, weil das wird der erste Indikator sein. Erstens, wo stehen wir mit dem Kopf jetzt? Durch den gefrästen Brennraum wird nämlich definitiv die Verdichtung ein bisschen runtergehen. Und zweitens sind alle vier Zylinder weiterhin gleichmäßig. Das heißt, der Motor ist ready to race. So, wo wir schon beim Thema Flüssigkeiten sind, weil ich weiß, es ist für euch einfach interessant. Rennstrecke, jeder Motorradfahrer kennt es, ist eigentlich gar kein Kühlerfrostschutz erlaubt. Man darf auf der Rennstrecke nicht das typische Kühlerfrostschutz reinmachen, weil das so einen schmierenden Effekt hat. Das heißt, die Kombination aus Kühlerfrostschutz plus Wasser auf der Strecke heißt, falls mal was kaputt geht, gleich Baustelle, weil der nächste drauf ausrutscht. Deswegen gibt es viele Rennstrecken, wo es gar nicht erlaubt ist, dieses, nagelt mich jetzt nicht fest, bin kein Chemiker, ich glaube, es ist das Glykol da drin. Richtig? Ja. Ja, aber das Glykol ist das, was es so schmierig macht? Glykol ist übel schmierig, ja. Ah, okay, siehst du, habe ich doch noch was gelernt. 50-50 Chance. was man halt weglässt. Und genau deswegen mache ich immer destilliertes Wasser. Streiten sich die Geister darüber, ob das gut ist oder nicht, weil destilliertes Wasser, dem destillierten Wasser fehlt ja etwas. Und das holt es sich angeblich aus dem Alu und Stahl und so weiter raus. Egal, ich fahre auf jeden Fall seit eh und je am besten einfach nur destilliertes Wasser und dieses Mokul vom Motul rein, fertig. So, weil da waren schon ein paar Mal die Fragen. Und genauso, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Was kommt in das Auto natürlich rein? 20W60 Motul. Muss ich wirklich sagen, seitdem ich dieses Öl fahre, wir haben es gerade wieder bei Oma Golf gesehen, man baut die Kurbelwelle aus und es funktioniert einfach. Weil ich habe mit diesem Öl schmierungstechnisch noch nie eine Baustelle gehabt. Ne? Gucken wir mal, ob hier über Nacht sich was getan hat oder ob das passt. Ja, das sieht eher zu voll aus. Habt ihr eigentlich meinen Sahara-Trick gestern bei Instagram gesehen? Ich habe gestern bei Insta gepostet, dafür liebe ich YouTube, hat einer einen geilen Kommentar geschrieben. Deswegen macht man diese Videos eigentlich auch viel zu langsam. Man müsste sie viel häufiger machen, weil die meisten Kommentare erst kommen, wenn es zu spät ist. Ich musste ja den Kopf anpassen auf die Ansaugbrücke im letzten Video. Hat einer kommentiert, pack einfach die Ansaugbrücke auf einen Scanner. So, ich habe wirklich unseren Büroscanner-Drucker genommen, Ansaugbrücke drauf, Knopf gedrückt, bisschen Kontrast und Helligkeit eingestellt, bumm, kommt wirklich, wir blenden das mal ein, eine perfekte Schablone von der Ansaugbrücke raus. Das heißt, ich hätte sie einfach auf den Kopf tun können, anzeichnen können, fräsen können, fertig und gar nicht diese Spielerei mit Farbe und so weiter. Also in Zukunft, wenn ihr irgendein Lochbild braucht, einige haben mich sogar angeschrieben, also ganz viele haben geschrieben, Alter, ist das genial, IQ Level 10.000, obwohl es einfach nur auf Knopfdrücken ist, aber das geht tatsächlich auch für solche Sachen wie zu Hause. Ihr wollt eine Lampe anbringen oder ihr wollt zu Hause eine Steckdose anbringen und jedes Mal weiß man nicht, wo man bohren muss.
einfach kurz auf den Drucker ausdrucken, einmal draufhalten, bis die Skalierung passt, dass die Größe passt, an eine Wand anzeichnen, bohren, fertig. Also es geht wirklich mit allem. Oder ich weiß, wo ich es auch perfekt gebraucht hätte, als ich die Motorhalter von der Limo gebaut habe. Ich weiß noch, wie lange ich da geguckt habe, dass ich die Löcher finde. So, ne? Hätte ich einfach den alten Halter kurz gescannt, gedruckt, jetzt einfach hingelegt, Edelstahlplatte anzeichnen, fertig. So einfach ist Tennis. So, und da habe ich gestern kurz hier nämlich einen rausgehauen wieder. Ich habe mal wieder keinen Trichter gefunden. Habe keinen Trichter gefunden und es ist wirklich einfach eine Flasche abschneiden. Ist immer der beste Trichter, den es gibt. Jetzt ziehe ich nochmal die hier ab und dann geht es auch schon los, weil wir wollen ja auf jeden Fall erst ein bisschen Öldruck aufbauen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich gehe nach Hause und feiere meinen Geburtstag, weil gleich Öl rausläuft, Wasser rausläuft, er dampft, Wasser verbraucht, wie auch immer. Aber dieser Block, toi toi toi, hat so gut durchgehalten, der macht das schon. So, okay, also nicht wundern, ich baue erstmal ein bisschen Öldruck auf. Das ist halt immer das Krasse. Man denkt immer, es geht so schnell mit dem Öldruck, aber selbst jetzt hat er immer noch keinen Öldruck. Natürlich baut der Öldruck sich beim Motorstart mit Startdrehzahl schneller auf als so. Aber ein leeres System, gerade wenn Ölkühler leer gelaufen ist und so, braucht wirklich immer, also ich zähle im Kopf immer bis 15 und das mache ich dreimal. Und dann passt das auch ganz gut mit dem Öldruck. So, wie sieht das hier so aus bisher? Sieht ja ganz gut aus. Ne? Wir haben trocken. Ich habe neulich übrigens, das bringe ich nochmal jetzt einmal zwischen, mich mit dem Thema Ölkühler nochmal beschäftigt bei der Limo und habe dabei festgestellt, dass... hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wo sitzt in so einem Kreislauf eigentlich das Thermostat? Und es ist in dem Fall, ich habe es tatsächlich zerlegt, mir angeguckt. Es ist so, jetzt ist leider gerade wieder das Gepiepe von der Drosselklappe da. Das wird der eine oder andere sagen. Das Thermostat sitzt im Rücklauf vom Ölkühler. Also jetzt gerade muss ich den Ölkühler komplett befüllen. Er drückt komplett den Ölkühler voll. Solange noch der Ölkühler leer ist, kann er auch keinen Öldruck aufbauen. Weil halt logischerweise erstmal die ganze Luft aus dem Kühler raus muss. Und zusätzlich habe ich aber in dem Ölkühler immer... einen Durchgang in dem Thermostat. Also es ist nicht so, dass es nur gegen das Thermostat geht, sondern das Thermostat, selbst wenn es zu ist, habe ich trotzdem einen Ölkreislauf, dass der Ölkühler immer befüllt wird. Geht das Thermostat auf, geht es dann auch nicht nur durch den Ölkühler durch, sondern geht zusätzlich auch noch den kleinen Kreislauf. Also auch dieser Ölkühler wird quasi an das ganze System nur angehangen. Ich dachte immer, es wäre 1 oder 0, aber das ist nicht ganz korrekt. Ja, und jetzt kommt tatsächlich erster Öldruck. Da sieht man mal, wie lange das dauert, ne? Das Gute ist, ich habe auf der Anzeige schon Unterdruck gesehen. Das heißt, der Motor macht immerhin was. Hört sich auch gesund an, ne? Also Kompression ist auf jeden Fall irgendwas da. Als wenn was da ist, genau. So, Wasser ist drauf, Öl ist drauf. Hier sieht soweit alles dicht aus. Ja, mal gucken wir mal, was hier so geht. Hier, ne? Brutal. Also die 100 Grad hat er einfach mal so weggeschnorchelt. Können wir jetzt noch nicht sagen, aber immerhin läuft das schon mal schön. Also ein Punkt, der schon mal nicht, also ist jetzt nicht schlimm, aber wir sehen daran, dass der Motor weniger Kompression hat, weil mein Unterdruck ein bisschen weniger geworden ist. Ich hatte sonst immer so 0,6, jetzt habe ich nur noch 0,5 bei gleichen Nockenwellen. Das heißt, der Motor saugt einfach ein bisschen weniger. Was aber krass ist, guckt euch mal an, wie angenagelt Lambda 1 hier ist. Ne? Ah, wobei er zittert kurz vor der 0,6. der hat jetzt gerade irgendwas zwischen 0,5 und 0,6, also ist ähnlich wie vorher. Aber was halt krass ist, also ich bilde mir ein, dass ich die großen Auslassventile 270 Grad Abgastemperatur, was ist das denn, Alter? Das ist ja gar nichts. Sonst hat er immer so 450, 500 gehabt. Kann aber sein, dass das gleich noch ein bisschen mehr wird, wenn er ein bisschen wärmer ist. Weil eigentlich müssten ja große Auslassventile, hätte ich jetzt gedacht, eher mehr Temperatur im Krümmer erzeugen, weil natürlich die Abgase aus dem Zylinder besser und schneller raus können. Ölruck. Da kann man mit arbeiten. Achso, das wollte ich euch zeigen. Diesmal habe ich hier eine Schleife drum gemacht. Also ich gehe jetzt aus dem Kopf in das Wasserrohr.
Während der jetzt warm läuft, zeige ich euch noch eine Sache. Ich habe meine Schaltseile mal anders verlegt. Normalerweise gehen die Schaltseile hier rein und dann aufs Getriebe. Ich habe mir jetzt gesagt, wofür? Ich kann sie auch einfach hier drauflegen. Da gehen sie direkt zum Getriebe. Keine Angst, das sind nur Spacer. So kann ich den jetzt etwas besser zum Lenkrad bringen, den ganzen Shifter. Das heißt, wir können jetzt, sonst waren die Seile zu kurz, weil das noch die Originalseile sind, den Shifter 7 cm nach hinten. Dadurch wandert er ein bisschen runter durch den Winkel. Das heißt, ich kann hier sogar noch einen Spacer zwischen machen, um den Schaltknauf wieder ein bisschen hochzuholen. So, jetzt bin ich genau in der Mitte. Das Lenkrad steht dann hier. Das heißt, ich komme schon mal eine deutliche Ecke weiter zum Lenkrad. Das heißt, hier muss mir Flo jetzt noch ein paar Adapter drehen. Und dann kommen wir auch endlich mal näher ans Lenkrad. Ne? Sieht wild aus, ne? Wenn das Ding da so mittendrin hängt. Ne? Aber ich find's geil. Weil es war schon zu weit weg. Man sieht es ja. Ne? Vorher war es hier. Und das ist einfach für meine Sitzposition mittlerweile ein bisschen zu heavy. Ne? Ja, ein bisschen. Ne? Machen wir einmal das Tor auf. Schnurrt wie ein Kätzchen. So, warten wir so lange, dass der Lüfter einmal angeht. Wenn er überhaupt angeht. Weil der eigentlich echt nicht so warm wird, ne? Ja, geil. Also, muss ich immer wieder sagen, was dieser Motor mir schon an Spaß bereitet hat, ist unglaublich. Kann ich echt nur empfehlen. Leute, die so einen CNC-Kopf auf dem Auto schon gefahren sind, sagen, der Motor soll ab 5, 5,5 komplett ausrasten. Und gefühlt ist es auch tatsächlich so. Also jetzt gerade bei so ein paar Gasstößen fühlt es sich so an, als wenn der Motor oben raus auf einmal richtig Bock hat. Hat nur keinen Bock, warm zu werden. Ah doch, hier, jetzt kommt er. Hat zumindest einmal kurz angehustet. Warm hat er jetzt tatsächlich auch die 06. Also ich denke mal, wir sind verdichtungstechnisch und kompressionstechnisch sehr ähnlich vorher. Ne? Aber ich muss es einfach nochmal sagen, Alter, da muss ich Chris wirklich sagen, das hat er einfach drauf. Wie angenagelt hier Lambda 1 ist. Guck mal, geht einmal der Lüfter an, geht die Wassertemperatur sofort wieder runter auf 81 Grad. Ja, ja, okay. Jetzt würde ich sagen, einmal Kerzen raus und einmal Kompression checken. Also Kerzen sehen auch hervorragend aus, sind immer noch die alten. Hab noch nicht mal neue reingesteckt. Das mache ich dann auf dem Prüfstand. Ne? So, aber jetzt kommt erstmal der interessante Moment, was hier so compressionmäßig am Start ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Video. Wir müssen das leider jetzt unterbrechen, weil wir jetzt essen gehen. Nee. Das ist sogar der kamerafreundliche Kompressionsprüfer hier. So, Zylinder Nummer 1. Ja, 8,3. Oh. Ist jetzt nicht die Welt. Wichtig ist, dass alle gleichmäßig sind. So, nächster. Sieben halb. Ist jetzt nicht so geil. Also 5 wären schlechter. Andererseits, meistens der größte Grund eines Kompressionsverlustes ist eigentlich immer undichte Ventile. So, und das ist ja wirklich hier alles gerade fresh und neu dran. Das heißt, die Undichtigkeit haben wir eigentlich nicht. Was hat diese? Ja, knapp unter 8. Ja, okay, aber dann ist das ja human. Also dann finde ich fast schlimmer, wie wenig er jetzt hat. Okay, jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt hier auch ein neuer Kompressionsprüfer, weil ich musste hierfür erstmal so einen langen Eumel besorgen, der hier vernünftig reingeht. Das heißt, mit diesem Prüfer habe ich ihn vorher auch nie gemessen. Also man muss, wenn dann, immer von Kompressionsprüfer zu Kompressionsprüfer, weil diese guten 30 € Amazon-Dinger sind jetzt auch nicht so die geeichtesten. Ich hoffe nur, dass der Motor nicht zu tot wird in der Mitte. Das ist eher so das Schlimmste. Aber dafür fahren wir ja auf den gleichen Prüfstand wie vorher, dass wir das perfekt checken können. Aber sonst so ganz geil, Alter. Bei 30 € überlege ich ehrlich gesagt, ob ich nochmal 4 davon bestelle. Wobei, es waren sogar, glaube ich, so nur 20 €. Und alle 4 nebeneinander, alleine nur für die Optik. Oh, knapp über 8.
Ja, okay, aber das ist ja... Der Rest fährt sich ein oder fährt sich frei. Bin der Meinung, wir hatten 9. Wenn wir dann jetzt 8 haben, sind das so 0,3 weniger in der Verdichtung, würde ich sagen. Neue Kerzen rein und ab auf den Prüfstand. Aber einmal gehen wir jetzt nochmal ins Lager, weil es ist tatsächlich etwas angekommen, wo ich monatelang drauf warte. So, jetzt springen wir einmal im Video, weil Evo K3, das heißt, hier ist etwas für die RS4 Limo drin. Ich habe leider wirklich jetzt 4 Wochen darauf gewartet, aber das Teil wird so gut sein, dass ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Und zwar, wir müssen nach wie vor für RS4 Limo einen Tank bauen. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, das hier ist ja seit eh und je diese ultra krasse Spritpumpe, die auch im Tank verbaut werden muss. Sie hat auch gar keinen Anschluss in Form von, dass man hier einen Schlauch draufstecken kann oder so. Die muss wirklich in den Tank. Und jeder, der sowas schon mal irgendwie vielleicht gebaut hat, kann sich vorstellen, wie kriege ich diese Pumpe in den Tank? Ich muss die Kabel irgendwie durchführen. Ich muss den Schlauch irgendwie durchführen. Ich brauche einen Sumpf. Ihr erinnert euch an die Thematik bei Marius, dass die Pumpen vielleicht Luft gezogen haben. Das heißt, diese Pumpe muss irgendwo idealerweise drinstehen, wo sie immer Flüssigkeit hat. So, und da bin ich durch Zufall am Gucken über etwas gestoßen von Radium. Und das ist tatsächlich dumm. Hier jetzt das große Paket. Ich schmeiß hier einfach erstmal alles raus und dann gucken wir mal, was wir hier eigentlich bestellt haben. Es gibt von Radium auch einen kompletten Tank. Der gefiel mir aber nicht, weil er mir A zu schwer ist und B von Abmaßen her natürlich nicht genau so ist, wie wir brauchen. Aber das, was hier drin ist, glaube, hoffe ich, wird mich schon ziemlich hart überzeugen. Das sieht jetzt erstmal so viel aus, aber so viel ist es gar nicht. Hier drin haben wir eine All-in-One-Lösung in Form eines Catch-Tanks, welchen wir dann in unseren Tank bauen. So. Aha. Also ich, das ist jetzt wirklich eine Lösung, die ist höchstgradig professionell und auch einfach nur sinnvoll, muss man dazu sagen. Weil das ist das Gerät. Dieses Gerät kommt in den Tank. So, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, hier drumherum bauen Tom und ich aus Alu dann einen Tank. In diesem viereckigen Tank gibt es ganz einfach zu kaufen dieses Alu. In Kombination mit dieser Dichtung. Das heißt, wir brauchen keine Drehteile, Frästeile, gar nichts. Einfach nur einen viereckigen Tank. Da kommt diese Platte drauf. Die wird verschweißt, deswegen ist sie so dick. Und schon können wir unseren Catch-Tank da reinschrauben. Das Geile an dem System ist, dass wir wirklich alles in einem haben. Wir können hier unsere beiden Valbro-Pumpen zum Befüllen ranschrauben. Das heißt, diese beiden Valbro-Pumpen machen dauerhaft den Catch-Tank voll. Dieser Catch-Tank hat dann ein kleines Teil, große Wirkung. Dieser kleine Schalter, der wirklich nach nichts aussieht, kleiner Schwimmer, kommt da, wo sogar schon das Loch für ist, hier einfach rein. So, Fuel-Level-Switch. Was bedeutet das? Ganz einfach, sobald dieser Catch-Tank nicht gefüllt ist, kriege ich ein Signal. Dieses Signal kann ich mir aufs Motorsteuergerät legen, kann es mir auf den Tacho legen, wie auch immer. Das heißt, das ist eigentlich noch viel, viel entscheidender als der Tank, der leer ist. Viel wichtiger ist ja, der Tank kann ja leer sein. Wichtig ist, dass der Catch-Tank noch voll ist, dass genug Sprit nach vorne geht, dass die Pumpen nicht Luft saugen. Dafür ist genau der drin, der dauerhaft überwacht, dass dieses Teil hier zu ist. Jetzt seht ihr so ganz viele Kleinigkeiten, die wirklich extrem schwer sind selber zu bauen. Das heißt, hier zum Beispiel sind so kleine Rückschlagventile drin. Das heißt, wenn der Sprit hier höher ist, kann der Sprit so rein. Er kann aber niemals zurücklaufen. Weil beim Zurücklaufen würde sich das Ding ja wieder verschließen. So, und so hat man ganz viele Kleinigkeiten, die hier einfach von Vorteil sind. Vorlauf, Rücklauf und hier sogar, auch großer Punkt immer, Tankentlüftung. Da wir Sprit rausschieben, muss Luft rein. Es darf aber auch nicht rauslaufen. Deswegen hier richtig schön. So, kann jetzt gerade Luft in den Tank rein. Liegt das Auto auf dem Dach, kann der Sprit aber nicht raus, weil die Kugel das Loch verschließt. Und so haben wir halt hier wirklich viele Punkte, die das Ganze am Ende geil machen. Aber ich glaube, wir müssen ja einmal reingucken. Bin ich interessiert, dass wir es hier drin aussehen. Und dann gibt es direkt dazu für den Haupttank auch noch ein Reservoiranzeige. Füllstand. So, auch hierfür, das ist halt das Geile, man kann sich dieses Kit komplett zusammenstellen. Da können wir den reinschrauben. Und schon haben wir hier ein Schwimmer drin, der uns auch wiederum noch sagt, wie viel Sprit jetzt gerade im Tank ist. So, aber ein Punkt, der auf jeden Fall noch wichtig ist, ist der hier. Das ist ein Adapter von dem Anschluss direkt auf Dash. So, kommen wir mal zum interessanten Teil. Wie sieht das hier drin eigentlich aus? So, man hat hier auf jeden Fall
Search Pump Brushless. Das heißt, die bieten sogar den Tank direkt für zwei an. Brushless heißt immer, dass man nicht nur Plus Minus hat, sondern man hat mehrere Kabel. Deswegen sind hier auch ein paar Anschlüsse mehr dran. Und dann haben wir die Lift Pump. Lift Pump so viel wie hochheben. Das ist einfach die Pumpe oder die Pumpen, die halt den Catch-Tank immer befüllen. So, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich zwei Stück genommen habe. Weil unsere große Pumpe kann ja ungefähr 1000 Liter. Und eine von den Pumpen hier kann nur 500. Das heißt, damit der Catch-Tank nicht leer läuft, brauchen wir tatsächlich zwei von. Aber Optik muss ich schon sagen, ist schon, Optik kann schon was. Und dazu kannst du dich halt drauf verlassen, dass es funktioniert. Ne? Ja, also von der Safety-Funktion her ist es wirklich perfekt. Weil dieser kleine Catch-Tank, der wird definitiv einfach immer voll sein für dich. Klung. Hier kommen die beiden Pumpen rein. Und hier rum, ne? Ja. So. Die werden dann tatsächlich hier direkt mit einem Dash-Anschluss draufgehen. Das ist dann der Adapter. Da ist dann nämlich auch mitgeliefert direkt ein Rückschlagventil drin. Und dann sitzt diese Pumpe tatsächlich hier. Was halt krank ist, dass es wirklich Leute gibt, die fahren dann da sogar zwei Pumpen. Ne? Das ist dann die nächste Evolutionsstufe. Ja, auf jeden Fall, hier kommt dann die Pumpe so rein. Ja, okay. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt zu warten. Weil das ist schon... Das ist schon gut. Weil wir haben wirklich alles in einem. Wir müssen jetzt nur noch die beiden Pumpen hier ranmachen. Was wirklich easy ist. Zack. Hier kann man sogar die Tiefe schön einstellen. Dass je nachdem, wie tief mein Tank wird, können wir sie halt höher oder tiefer dran machen. Verbinden das Ganze nur hiermit. Gehen hiermit darüber. Und Abfahrt. Zwei Pumpen da rein. Da reicht eine. Das Ganze verschrauben wir. Easy. Geil. Also das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil wir brauchen jetzt wirklich nur noch einen 4 gegen Tank, wo wir in ein Loch reinschneiden, den Deckel drauf schweißen und dann sind wir auch da ready. Aber das seht ihr dann im Limo-Video, wenn wir einen Tank bauen. Ja, so viel an meinem Geburtstag. Kleines Teilerätsel, Spiel hier, auspacken, immer geil. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Arbeit läuft, alles geil. Tschüss und bis Donnerstag.